Es gibt theoretisch sogar eine Speedrun-Kategorie. Das wären 16 Level auf Expert. Das Problem an dieser Kategorie ist halt, man könnte ja theoretisch gewisse Hilfsmittel nutzen. Deswegen mache ich diesen Speedrun nicht. Da-da. Und weitere 10 Level. Da-da-da. Ja, nee. Speedruns und Expert, nee. Das will ich nicht machen. Da müsste es eigentlich auch eine Regelung geben für speedrun.com, dass man das mit Facecam spielen muss. Aber ich glaube, diese Regel gibt es gar nicht. 1,26 gilt das. Ja, dasselbe Problem gibt es eigentlich auch bei den ganzen anderen, ich sag mal, Speedruns oder Kategorien. Deswegen, nee. Mach ich nicht. Ah, theoretisch, ne, könnte ich für mich selbst, könnte ich das schon machen, ne? Also wirklich mal so auf die Speedruns einfach gehen. Oh, Wendy. Die hat nicht mal einen Schlüssel. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das Level ist aber gut. Sehr schön. Ey, kriege ich einen Link und mir wird er direkt abgezogen. Das ist unfair. Was ist die ID? Ist immer im Ladebildschirm zu sehen. Musst du prinzipiell zurückspulen in dem VOD. Das kannst du an sich ja auch aufrufen. Habe mir auch mal überlegt, so ein Bot auch reinzumachen, der halt immer den Code und so postet oder das ins Layout packt. Ja, und gerade für richtig gute Level, ne, könnte man das eigentlich sogar machen. Oh mein Gott. Oh, wie ich einfach kein einziges Mal Pause gedrückt habe bisher. Oh mein Gott. Okay. Da hätte ich früher, denke ich, auch 10 oder 20 Mal Pause gedrückt. Und jetzt einfach mal ohne Pause. Wir killen die Leute immer. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man sie nicht killt in diesen anderen Teil-Leveln. Habe ich sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen werden die einfach immer gekillt. BM. Ich dachte schon BMR. Wäre dann ein Zuschauer gewesen, aber nee. Kein Zuschauer. 5 Minuten 40. Will ich das wirklich spielen? Es sind halt Level, die zu lange gehen, meiner Meinung nach. Das ist halt dann schon ein bisschen zu viel. Andererseits, das ist ein gutes Level wahrscheinlich und deswegen spielen wir das mal. Ich hätte eigentlich den Timer nochmal neu einstellen müssen. Aber wir haben ja schon 30 Level geschafft. Na gut, ich mache jetzt wahrscheinlich eine 40er. Eine 40er Session und dann halt zwei 30er oder so. Ja, das ist schlecht. Schade. Oh, okay. Ich wollte es gerade skippen. Nachdem ich den Shell Jump verkackt habe. Aber wenn es hier so einen Block gibt, ja gut. Hat er sich nochmal gerettet, der Bauer? Hat er sich nochmal gerettet hier? Danke, gerne. Oh mein Gott. Muss ich wieder zurück? Wahrscheinlich, ne? Oh, das muss ich sogar nach Reihenfolge spielen. Okay. Na, gucken wir mal. Ob es hier noch ein größeres Power-Up gibt. Ich glaube nicht. Nehmen wir einen Cooper mit. Ja, komm. Eventuell auch für die drei Leben. Können wir die eigentlich ganz gut gebrauchen, ne?
Und hier ist theoretisch sogar eine Treppe. Ja, okay, nice. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Checkpoint nehme ich mal nicht mit. Geh mal hier rein. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge, oder keine Ahnung. Ob das hier nach Reihenfolge geht oder nicht. Ah, das ist auf jeden Fall der Baum. Ja, okay. Das Level ist zwar sehr lang, aber ich glaube, es ist ziemlich gut. Deswegen. Gut, dass ich es nicht geskippt habe. Oh ja. Ja. Okay. Wofür der P-Switch? Wofür der P-Switch? Okay. Ah, oh, wahrscheinlich für die nächste Challenge, ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay, die Frage ist, wo war da eine P-Switch-Tür? Oh mein Gott, ich würde gerne meinen Schwanz behalten, aber darf nicht. Oder war hier was? Nee, okay. Gut, dann nehme ich den in die Hand am besten und dann geht's direkt weiter. Da unten, ne? Ja, und ich glaube, nach der Challenge aktiviere ich mal den Checkpoint. Wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass es hier ein Checkpoint-System gibt. Ich das aber noch nicht gefunden habe. Andi ist jetzt weiblich? Aber Andi darf seinen Schwanz nicht behalten. Ich wär trotzdem noch ein Mann. Auch wenn ich keinen Schwanz mehr hätte. Oh Gott. Ich würde dann zwar nicht mehr richtig funktionieren, aber ich wär trotzdem noch ein Mann. Okay, 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 okay. Okay, nice. Das ist der Roboter, ne? Andi als Frau. Das Level ist mega gut. Und klein wollte ich jetzt nicht werden, aber ist in Ordnung. So, die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Ja, ich will eigentlich den Checkpoint nicht drücken. Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Ah, und hier komme ich rein mit On-Off-Schalter und P-Switch. Okay, ich verstehe. Andi als Frau. Das hättet ihr wohl gerne. Okay, das ist jetzt die Weltraumwelt, ne? Okay, nice. Andrea. Ja, so würde ich heißen, dann. Weil tatsächlich in Italien... Ich kann es auch nicht glauben, aber Andrea ist in Italien... Tatsächlich ein männlicher Name. Frag mich nicht warum, aber... Ne, ist es so. Dann muss ich hier wieder zurück. Oh mein Gott. Oh no. Ich glaube, ich muss wieder zurück, ne? Ja. Das finde ich ein bisschen blöd, dass ich hier jetzt zurück muss, aber... Weil das musste man ja eigentlich immer. Na, das passt schon. Sehr gut. Cardassia. Cardassia ist auch ein Junge. Cardassia ist keine Frau. Na, ich glaube, ich aktiviere jetzt mal den Checkpoint. Ja. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Hier wäre noch ein P-Switch. Okay. Was ist das jetzt für eine Welt? Müsste diese Spielzeugwelt sein. Oh mein Gott. Okay. Schwanz. Okay, ich habe ihn wieder, Leute. Alles gut, ich habe ihn wieder. Alles gut. Entwarnung ist raus. Und ich zum Glück gibt es hier noch einen. Sehr gut. Andrea Pirlo gibt es zum Beispiel als ehemaligen italienischen Fußballer. Ja. Ich war tatsächlich auch überrascht, als ich das gehört habe, ne? Dass Andrea in Italien ein Männername ist.
Das hat mich verwirrt. Warte, ich hab die Coin, ne? Ja, ich hab die Coin. Froschanzug? Nee. Nee, zum Frosch will ich jetzt nicht werden. Okay, ich brauche noch den On-Off-Schalter irgendwie. Wo war denn der? Warte, hier war doch einer, ne? Und jetzt geht so langsam die Zeit aus. Okay. Sänger Andrea Bocelli. Ja, da gibt's einige. Da gibt's einige. Okay. Na, das Power-Up lasse ich mal. Pau Alexander. Und... Jawohl! 2 Jahre Sub! Ich danke dir für deine Treue und willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und oh mein Gott! Okay, aber da war, glaube ich, eh noch ein P-Switch. Okay, nice. Vielen, vielen lieben Dank. Und. Oh, ich brauche hier noch einen P-Switch. Das ist gemein. Oh, wenn ich jetzt sterben sollte, ey. Das wäre. Traurig. Ist hier ein P-Switch? Ja, okay. Oh mein Gott. Zum Glück ist da ein P-Switch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Weil jetzt würde der Checkpoint halt gar nicht mehr zählen. Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich schon ganz gerne die Feuerblume noch, aber. Kann sie mir nicht holen. Na, theoretisch könnte ich sie mir holen. Jetzt kommt noch das Wario Castle. Was? Ernsthaft? Ja gut, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Das ist klar. Alles bestens, meine Frau lässt auch schöne Grüße da. Schöne Grüße an deine Frau. Vielen Dank. Und, nee, das schaffe ich nicht mehr. Außer jetzt kommt Morten. Nee, Morten kommt nicht. Ja gut, das kann ich eigentlich resetten, das Level. Weil theoretisch ist es machbar. Aber ich brauche jetzt die perfekte RNG. Nee, nee. Oder? Oh mein Gott, ja. Okay, schade. Der eine 24 Monate, der andere 25 Monate. Uiuiui. Ist schon krass, ne? Über 2 Jahre. Auch jetzt. Okay, krass. Krass, krass. Und ja, vielen Dank an alle, die Subs sind. Ich hab den Hype-Train ausgelöst. Ja, der Hype-Train, ne, der löst bei mir nie so wirklich den Hype aus. okay. Okay, das Level ist, glaube ich, nicht schwer. Toadette. Du willst, dass ich mit Toadette spiele? Toadette für die Frauenquote. Okay. Toadette für die Frauenquote. Die darf sich jetzt in den Wind treiben lassen. Fühlt es auch jeder Zuschauer von dir Sub? Es sind tatsächlich viele Sub, ne? Das stimmt tatsächlich. Zumindest die halt aktiv schreiben. Ja. Und Iggy, willkommen im Stream. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die Hundeimpfung gut überstanden. Unumaste Hop Omega. Okay. Oh! Jetzt kann ich das mal machen. Genau, wenn man hier nicht 15 Sekunden lang duckt, dann soll Toadette angeblich springen. Bei weißem Hintergrund. Oha. Und es geht einfach wirklich.
Oha, oha. Das sind gar nicht 15 Sekunden, das sind gerade mal 5 Sekunden. Okay, nice. Aber cool, dass ich jetzt auch diese Level lösen kann. Sehr schön. Das ist echt cool, hab ich auch erst kürzlich so erfahren. Dass man die Level so löst mit diesem Easter Egg, ne? Ist schon witzig. Und Smashboy, danke dir für deine 5er-Streamer-Serie. Dankeschön. Ja. Auch ein Trick, ne? Den ihr jetzt alle wisst. Und das ist sehr, sehr gut. Hier, man. Schon wieder so ein langes Level. Probier's, glaube ich, einmal. Genau, angelehnt an Mario Bros. 3. Autsch. Der Spieler bekommt einen Stream. Von Warren. Und bei Iggy ging alles gut. Connor hat sich so aufgeregt, dass er einen Haufen ins Vaterzimmer gemacht hat. Sonst ging es aber. Okay. Das klingt gut. Pilz, danke. Und achso, nee. Hype Train kam nicht an. Wir haben ihn verpasst, Leute. Wir haben ihn verpasst. So ein Pech aber auch. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Okay. Oh, shit. Okay. Warte, wie viel Treffer braucht der? 7? Stachelkugeln sind, glaube ich, ein bisschen stärker als die anderen Waffen. Oder, okay, wir müssen es nicht 7 Mal machen. Wir müssen den Bowser gar nicht töten. Das finde ich natürlich auch gut, wenn man es so baut. Sehr schön. Hype Train fiel aus wie die Deutsche Bahn. Ja. Und jetzt bist du erst. Guten Morgen. Willkommen im Stream. Oh, ich muss die Bombe anzünden, oder? Ja doch, das Level ist auch eigentlich ganz gut. So, Bowser. Ja, das sollte treffen. Ich nehme mich mit in die Küche, muss meine Hühnersuppe fertig machen. Viel Spaß dabei. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Was muss ich machen? Ich denke mal, ich muss jetzt überleben. Bowser wird dann schon sterben. Ja. Ja, komm. Okay, komm, zünd das nochmal an. Das ist halt auch RNG, ne? Okay, das passt. So, ich will es mich nicht nochmal treffen lassen. So ein Überraschungstreffer wäre jetzt ziemlich doof. Ludwig, was machst du denn hier? Oh mein Gott. Und der Sub ist ein bisschen zu spät. Ein kleines bisschen zu spät. Außerhalb des Subtrains, der Spieler, vielen Dank für 14 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz bewusst außerhalb des Hype-Trains. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Und wir kommen hier in die 3 Leben. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, nice. Ja, doch, schönes Level. Und ich denke, ich bin hier im Ziel. Ja, wir haben genug Leben. Ich muss nicht noch Münzen. Ich muss nicht noch Münzen fahren. Das müssen wir nicht tun. Wir bestellen heute Abend was. Das klingt auch gut. Und oh. Nein! Okay. Egal. Egal, egal. 0 Coins, ist okay. Und vielen Dank an alle, die hier Subs sind. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle, die einfach da sind. Walljumps. Oh, die Level kommen auch immer häufiger vor. Sehe ich auch immer häufiger in den Trends. Das ist Walljumping. Das war knapp.
23 Sekunden. Oh, und jetzt hast du wieder alle Emotes, genau. Sehr, sehr, sehr gut. Und viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Es lohnt sich ja eigentlich schon wegen den Emotes zusammen. Oh mein Gott. Und vielen Dank. Ja, das hier hat jetzt überhaupt nichts mit Walljumps zu tun. Ja, der hat jetzt hier voll das Thema verfehlt, mal. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was hat das Level jetzt mit den... Mit den Walljumps zu tun? Ich weiß es nicht. Petra, vielen Dank für deine 15er Serie. Vielen, vielen Dank. Wird es irgendwann neue Emotes geben? Ja, irgendwann sicher. Irgendwann sicherlich. Oh mein Gott, Roy. Roy, komm zur Toilette. Jawohl. Wo ist richtig? Ah, hier wo Holzschampen, ja. Und guten Morgen, Petra. Bin ich zu sehen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich Wendy besiegen muss. Weil ich habe aus irgendeinem Grund habe ich noch einen Schlüssel. Aber wir besiegen sie einfach mal, würde ich sagen. Mach mal einfach mal. Ja, okay, hä? Warum habe ich dann einen extra Schlüssel gehabt? Das ergibt keinen Sinn. Aber ist okay. Ist okay. Oh, ich sehe, hier ist das Ziel. Okay. Ja, passt. Ist in Ordnung. Das Ende mit dem Trampolin hat er verkackt. Ja. Der müsste das Level nochmal dringend überarbeiten. Er wird es allerdings nicht tun. Aber egal. Ja, 8 Sekunden noch. Oder es gibt einen Death Exit. Das kann auch immer sein. Ich hätte die 3 Leben gerne gehabt, aber ich habe die 3 Leben. Sehr gut. Aber ja. Gibt wahrscheinlich einige Spiele, wo es halt dann cool ist und andere Spiele, wo es halt dann eher schlecht ist. Aber ja, wenn es funktioniert, dann super. 1,25. Okay, das ist ein gutes Level, glaube ich. Das ist definitiv ein gutes Level. Ja, wenn ich klein bin, kann ich da cheesen, eventuell. Deswegen mache ich mal die anderen Challenges. Oh Gott. Und vielleicht wird Toadette klein. Aber ich will es nicht drauf anlegen und tot will ich sie auch nicht sehen. Ja, mit einem sehr genauen Sprung könnte das gehen. Ja, nee, lass mal. Lass mal. So, was geht hier ab? Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wenn es funktioniert, dann ist das super. Und okay. Die Challenges sind auch sehr klein. Das ist sehr gut. Oh Gott. Ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, Gamecube-Spiele mit einem Pro-Controller zu spielen. Weil der Gamecube-Controller ist ja an sich schon ganz gut. Und der ist ja... Ja, eigentlich auch, ne, für die Gamecube-Sachen ausgelegt. Beim N64-Controller, ja. Mario 64 spiele ich ja zum Beispiel auch mit dem Pro-Controller. Da vermisse ich jetzt nicht den N64-Controller. Oh Gott. Was ist das hier? Oh, das ist... Okay, das ist ein gemeiner Sprung. Okay. Kein Wunder, dass ich gerade gestorben bin hier. Holy moly, okay. Das ist gemein. Aber Toadette schafft das beim zweiten Mal. Sehr gut.
Hab den N64-Controller nie gecheckt. Hast du den falsch in die Hand genommen? Das machen, glaube ich, viele. Dass sie den nicht richtig in die Hand nehmen. Oh Gott. Warte, oh mein Gott. Jetzt nicht sterben hier. Okay, nice. Ziel oder Checkpoint? Checkpoint, okay. Ja, und wichtig ist auch, dass man alle Knöpfe hat, wenn man so einen Adapter benutzt. Und ja, der Pro-Controller hat ja an sich schon viele Tasten, also ich glaube, da kann man schon alles übernehmen, mehr oder weniger. Wahrscheinlich kannst du auch die Steuerung anpassen. Also dieses A und B und Y kannst du wahrscheinlich auch umändern. Okay. Alles klar. Also, dass man den falsch in die Hand nimmt, okay, aber dass man da... Dass man dich... Ah, okay, dass man so denkt, okay. Gut. Brauche ich den P-Switch? Oh, ich glaube, das ist falsch hier. Ich glaube, ich muss hier rein für einen Schlüssel. Ja, ich gehe auch hier rein. Ich glaube, wenn ich jetzt nach oben links gegangen wäre, dann hätte ich es auch geschafft. Okay. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Das hat mir nichts gebracht. 38 Sekunden. Ich kann hier nicht rein. Mach mal einen Blind Jump. What? Okay, was will der Typ von mir? Was will er von mir? Wichtige Frage, okay. Salz, Paprika oder Sour Cream Chips? Paprika. Okay, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Pilz gewesen? Warte, wo war der Pilz, Leute? Wo ist der Pilz? Hier, okay. Ich habe das Gefühl, hier ist der Schlüssel drin. Aber ich weiß nicht. Ja doch, die Kiste ist gleichbleibend. Okay, na gut, aber das, dann haben wir jetzt wenigstens den Anhaltspunkt. Und... Chips. Ja, Chips habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, Leute. Ich mag es halt wirklich nicht, wenn dann... meine Finger dann so fettig sind. Nee, das kann ich nicht. Und Spirit Car und Honey, willkommen im Stream. Und keine Stacheln hier, okay. Es sah so ein bisschen verdächtig aus, aber... Ich habe auch mit Handschuhen... Als ob ich zum Chips-Essen Handschuhe benutzen würde. Nee. Nee, einfach nur nee. Das fühlt sich ja noch komischer an. Nee, das will ich nicht. Irgendwas Japanisches? Als ob ich Chips mit Handschuhen essen würde. Nee. Mit Kabel. Das Ding ist halt auch, selbst... Also selbst wenn du jetzt die Chips wirklich so mit Gabel oder so isst, deine Finger fangen trotzdem an zu schwitzen. Oder, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist halt trotzdem... Das passt halt dann trotzdem nicht. Oh mein Gott. Was will der von mir? Ich weiß nicht, also ich esse halt eigentlich gar keine Chips mehr. Die Finger werden auch fettig, ja, selbst wenn man sie nicht berührt. Selbst mit Handschuhen, selbst mit Gabel. Die werden trotzdem fettig, also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... Bei mir ist das so.